Recht herzlich willkommen zur 38. Folge von Grand Age Medieval. Ja, da kommt der Milosduran, oder wie hieß er? Keine Ahnung, ist auch egal. Habe ich den jetzt ausgewählt? Nein, den müssen wir als erstes auswählen, sonst funktioniert das ja nicht. Da ist er. Und der bringt hier noch 11 Keramik mit, die wir brauchen. Wir haben 14 von den Runk, den wir hier brauchen. Brot wird hier produziert, Bier wird hier wohl produziert. Ja, da können wir gerade gucken. Brot und Bier, Salz und Werkzeuge sind hier auch. Was ist denn da für ein Ausgang? Rohstoffe fehlen. Kohle fehlt, oder wie sehe ich das? Aber Kohle haben wir leider nicht geholt. Das funktioniert dann nicht, aber wir können hier mal das gerade abliefern. Und ja, die Werkzeuge brauchen die hier auch, ne? Oder wie war das noch? Nee, die Werkzeuge machen sie hier selber. Dann war das jetzt Blödsinn. Aber warte mal, für einen Prunk. Falsch, richtig. Ja, da brauchen sie die Werkzeuge. Dann war das ja doch alles was richtig, was wir gerade gemacht haben. Also das und das brauchen sie, um Prunk herzustellen. Das machen sie selber. Das haben sie hier und das haben sie auch. Dann hätten wir Bier und das machen sie aber hier sowieso, ne? Genau, dann brauchen wir da nichts ändern. Jetzt müssen wir nur... Warte mal. Da müssen wir nochmal reingucken. Och, das war wieder vom Falsch. Nee, das... Ach so, da fehlen die Rohstoffe und das ist die Kohle, die da fehlt, ne? Da fehlt der Honig und da fehlt Holz. Holz, Honig und Kohle. Holz, Honig und Kohle, ne? Gehen wir mal los. Schauen, mal ein bisschen rauszoomen. Kohle gab's hier, gehen wir da mal hin. Was gibt's da noch? Honig? Ne, Honig gab's unten irgendwo. Holz gibt's hier auch, das können wir da mitnehmen. Holz und Kohle holen wir dann da weg. Das ist aber nicht, ne? Das ist ein anderer Händler, ja. Der war vorher in einer anderen Stadt. Gut. Ja, 3 ist schon Stufe 3. Bier haben wir ohne Ende, ne? Und Brot haben wir auch ein bisschen mit. So, der ist jetzt da. Da gehen wir mal gucken. Kohle geht mit, aber nur so viel. Na, warte mal, dann machen wir das anders. Die haben ja kein Brot, dann kriegen die das. Die haben ja auch fast kein Bier, dann kriegen die das auch. Produzieren taten die ja Kohle für uns wichtig und das Holz. Kohle können wir alles mitnehmen und Holz nehmen wir noch Rest mit, ne? Ach, ist auch alles schon. Gut, Kohle, Holz und Honig haben sie nicht. Ist nur die Frage, wo gibt's Honig, ne? Die haben da Prunk. Und da fehlt was? Rohstoffe fehlen. Auch Keramik. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hier hin. Mit Freude. Liefern da ab, gehen dann dahin und holen. Okay. Holz und Kohle können wir da abliefern. Keramik holen wir und bringen das noch da unten dann. So, der Händler kommt. Ist in der Stadt. Das nehmen wir wieder mit. Die produzieren ja Bier. Die produzieren ja auch Salz. Die brauchen Holz und die brauchen hier die Kohle. So, wie sieht's dann aus? Rohstoffe fehlen, steht da noch. Ja, der Honig fehlt. Der Rest fehlt hier nicht. Was ist jetzt? Rohstoffe fehlen. Gut, dann gehen wir da rein. Das ist unmöglich. Wieso war das unmöglich? Achso, weil ich den Händler wahrscheinlich erwischt habe, der da war, ne? Ne, für den Händler sollte auch nicht dahin laufen. So. Was mir jetzt so gerade einfällt, war das mit der Fleischgeschichte. Gesichte, ne? Alles klar. Ach, da wird auch Kohle gebraucht. Aber haben sie noch. Das können wir mitnehmen. Prunk haben sie einen, oder ne, den habe ich dabei. Okay, ne, das ist ja
dann nicht vonnöten. Was machen wir dann noch? Nix mehr. Exquisit. Gehen wir noch da oben gucken. Wolle haben die hier. Nee, das ist alles doof, das machen wir nicht. Ja, lassen da gerade nochmal hinlaufen, gucken wir gerade rein. Da ist er, Handel. Die haben noch Bier hier, dann nehmen wir das mit. Produzieren die das? Nee, die produzieren das gar nicht. Dann lassen wir das alles hier, so machen wir das. Was produzieren die denn? Wolle, Tuch und Hemden. Gut. Das Bier lassen wir hier. Salz haben sie auch nicht, können sie auch haben. Wolle. Aber da ist nichts da. Interessant. Die produzieren das hier, aber es ist alles weg. Da kauft das einer auf. Aber hier die Keramik, die nehmen wir mal mit. So, dann lass uns mal gerade hier runter nochmal. Aber wir gehen über diesen Weg, wo wir da gerade vorbeikommen. Und wenn wir weiter runter gehen, dann nehmen wir unten noch die Kohle dann wieder mit, die wir dann da hochbringen sollten, damit die wiederum Keramik machen können. Okay. Was ist da? Honig fehlt immer noch und da fehlt Keramik. Okay. Keramik haben wir aber gerade mitgebracht, das ist also nicht das Problem. Das können wir mitnehmen und das können wir mitnehmen, das produzieren die ja auch noch. Und ich glaube, das Salz war auch noch hier, ne? Salz, Bier, Brot, genau. Gut, was war die vierte war? Ne, fünfte, das war hier, das hier. Gut, weitere Reise nach hier. Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Milos Dusan. Craiova. Unterwegs. 0,9, 0,8. Da kommt er um die Ecke geschlichen. Und ist jetzt da. Gucken wir rein. Was produzieren die hier? Holz, Steine, Kohle und Metallgeschichte. Kohle mitnehmen. Ne, lass es hier, egal. Brot und Salz freuen sich auch drüber, ne? Ja, das war's hier. Exquisit. Jetzt haben wir die Keramik von da oben hier, glaube ich, abgeliefert, ne? Kann das sein? Oder war da keiner? War jetzt nicht die Top-Idee, ne? Fisch, Fels, Funk. Fels haben sie, die produzieren wir, die nehmen wir mit. Ah, jetzt sehe ich gerade, hier ist ein Zahnrad dran. Das bedeutet, das wird hier produziert, ne? Alles klar. Tuch. Fisch nehmen wir da mit. Runk ist aber nicht da, weil Keramik fehlt. Ja, das ist schlecht, ne? Kohle haben wir mit, aber die Kohle wird hier nicht gebraucht, oder? Nee. Da hätten sie genug. Die brauchen also definitiv Keramik. Gibt's denn den Honig hier? Nö. Gibt's denn hier? Ja, dann gehen wir da als nächstes jetzt mal hin. Aber das halten wir zwischendurch nochmal hier an. Mit Vergnügen. Macht Sinn, ne? Ja. Mit Vergnügen. Da kommt er um die Ecke. Ist er da? Gucken wir mal rein. So. Fisch haben die hier noch genug. Felle haben die auch. Punkt geben wir nicht ab. Tuch haben sie genug. Wolle können wir mitnehmen. Aber was wir hier haben ist Eisen. Nehmen wir mal einfach mit, oder Metalle, sagen wir so. Eisen ist das, glaube ich, nicht. Und hier
haben wir jetzt nicht mehr, weil wir hier von Merk mitgenommen haben. Okay, lassen wir so. Schon unterwegs. Gehen wir dahin, um den Honig abzuliefern. Da ist ein Händler. Jetzt ist gerade mein Gedanke nochmal, dass wir das Fleisch irgendwo machen wollten, ne? So, da rein. Ja, hier gibt's noch Kohle. Und da gibt's auch Fleisch. Felle gibt's hier nicht, die legen wir raus. Das Fleisch nehmen wir mit. Den Honig wollten wir haben. Oh, da können wir nicht ganz viel mitnehmen. Die kriegen dann halt den Fisch und dann kriegen wir den Honig. Getreide wird hier gemacht. Ja, eigentlich müsste hier eine Bäckerei hin, ne? Nehmen wir noch mit. Kohle. Können wir nicht mitnehmen. Wir hätten Metalle und die haben wir keine. Brauchen die hier welche? Ja. Fehlende Rohstoffe, Metalle und Kohle. Kohle haben sie genug, aber Metalle haben sie nicht. Das heißt, so. Dann das produzieren die, wäre also über für Prunk. Aber das haben sie auch. Nehmen wir das mal mit. Honig haben wir. Felle haben sie genug. Das produzieren sie hier auch. Dann nehmen wir den Rest davon mit. Hätten wir auch mitnehmen können hier, ne? Aber jetzt ist egal. Gehen wir einmal nach Izmir, oder? Ach, hier haben wir neue produziert, ne? Guck mal an. Salz fehlt da. Haben wir denn Salz mit? Nein. Dann gucken wir mal, wo wir Salz herkriegen. Ah, das kriegen wir hier weg. Dann gehen wir jetzt einmal hoch. Sehr wohl. Gucken zu, was wir da loswerden können. Das ist ja nicht, ne? Nein. Jo. Schauen wir mal, ne? Wo ist er denn, der Milos? Milos Dosan kommt gerade um die Ecke. Genau so ist es. Wunderbar, Milos. Dann mal geradezu in die Stadt. Czernowitz. So. Nehmen wir mit, geht nicht. Die machen hier Brot. Dafür brauchen sie Honig. Wir brauchen das Salz. Das Brot nehmen wir mit. Wir produzieren die hier auch. Nehmen wir auch mit. Kriegen wir nicht alles mit. Die brauchen hier Kohle. Brauchen die hier Kohle? Wahrscheinlich. Produzieren hier Werkzeuge. Wir haben Tuch, den lassen wir hier. Wie viel Platz haben wir noch? Reichlich. Was war denn da unten noch verlangt? Salz haben wir mitgenommen. Getreide können wir hier lassen. So, das nehmen wir mit. Das, was sie produzieren. Oh, da unten ist noch 7. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Haben wir mitgenommen. So, dann gehen wir da unten hin. Zu unserer neuen Stadt. Aber wir machen den Weg nochmal hier rüber, ne? Mit Vergnügen. Und dann gehen wir hier nochmal hin. Arbeiter fehlen. Rohstoffe fehlen. Arbeiter fehlen. Arbeiter fehlen. Okay, Honig, Keramik und ja, das war unsere Stadt, die da extra für ist. Damit es klappt, ne? Ne, ich wollte gerade sagen, so schnell ist er dann doch nicht. Das war noch ein anderer. Gut. Milos, komm, los. Zack, zack. Nicht so viel Zeit. Oh, das ist ein Gewitter.
Gut, dann noch Welki Preslav. Oder Preswaff, keine Ahnung. Da haben wir Honig, den nehmen wir mit. Keine Zahnräder, doch da oben. Da auch. Und da ist es auch noch. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch noch mit, aber geht nicht ganz drauf. Nehmen wir mit, geht nicht drauf. Muss erstmal was runterbringen. Honig. Honig. Wir produzieren die hier nicht, ne? Nö, dann kriegen sie das Bier. Wir kriegen auf jeden Fall das Fleisch. Felle produzieren die nicht. Salz. Ach, Salz war fürs Pökelzeug da. Zum Pökeln. Mhm. Bräuchten wir dann, ne? Getreide. Keramik. Brauchen wir Kohle für. Ja. Die produzieren nur das. Komm, das war's. Jetzt gehen wir runter. Nach dahin. Schon unterwegs. Aber, bevor wir da unten ankommen, machen wir erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.